Und dann würde ich sagen, geht es doch mal ab in, den, ab in den Turm. Und aufwärts. Leider. Obwohl das nur ein Spiel ist, fühle ich mich trotzdem nicht so los ganz geht's. Wohl. Ach, das sieht doch sicher aus, aber du brauchst keine Angst zu haben. Damals, muss man sagen, wurde alles für die Ewigkeit gebaut. Solche Sachen verrosten. Was soll das im Winter? Okay, ich werde nie wieder sagen, dass irgendwas für die Ewigkeit gebaut wurde. Ah. Ja komm, da hast du gleich geschafft. Blöden Vögel, ey. Ah, komm. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Oh, ist nicht hoch. Ist nicht hoch. Oh Gott! Oh, ich glaube, sie haben es geschafft. Mein Herz. Das Ding wäre beinahe stehen geblieben, dumme Pumpe. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Da wollen wir doch mal gucken, welcher Sender der richtige ist. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und... Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Benzin, Flammen, das kriege ich hin. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gleiten jetzt noch kurz hier runter. Ja, nimm gerade nochmal das Mikro, weil ich muss nämlich gerade noch ein Lagerfeuer suchen. So, wie schon gerade gesagt, das Lagerfeuer muss gesucht werden. Findet sich nicht, das muss ich alles suchen, findet sich ja nicht von selber. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade laber. Aber wer sucht, der findet.
So sollte es gehen. Ich glaube, du kannst ja gerade eben noch Munition aufsammeln. Ja, ist voll. Ah. Treibstoffkanne. Ja, warum nicht? Wie war das? Wie kann ich das jetzt nochmal anzünden? Nee. Vielleicht oben auf dem Wischer-Button sozusagen. Ah, nach oben und... Weil... So, genau. Und auch dieses Problem wurde gelöst. Oh, oh, schnell weg. Das war nicht laut. Da ist es. Das ist doch unser Flugzeug, das uns da rausholen sollte. Oh nö. Oh, oh, oh. Oh nein, ich würde sagen, das sieht jetzt nicht gerade so spaßig aus, aber... Oh, meine Güte. Na, Rutschen macht auch Spaß. Oder was meinst du? Ja, das sieht definitiv aus, als wenn das Spaß machen würde. Heiliger Bimbam! Wow! Das ist ja mal gerade immer gut gegangen. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Naja, im Laufe der Jahre hat das wohl ein bisschen die Stabilität verloren, würde ich sagen. Oh, ups. Was zum Teufel? Haut ab! Haut ab! Weg von mir! Jetzt ist der Pilot auch noch tot. Auf Anhieb! Wenn das nicht mal geil war, da weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Du könntest gerade nochmal die Fackel entzünden. Bergungspunkte sind immer sehr, sehr wichtig. Ein Sturm
kam aus dem Nichts. Ja. Bei klarem Himmel. Ja. Da wir ja jetzt hier bei dem Klippenausblick sind, würde ich sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause und dann sieht man sich auch beim nächsten Mal wieder. Ja, also ich würde das Gleiche sagen, die schöne Aussicht, die reicht jetzt erstmal. Und ja, man würde sagen, man sieht sich auf jeden Fall das nächste Mal. Tschüssikowski! Bis dahin. Ciao, ciao.